Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus dem wunderschönen Düsseldorf. Ich als Kölner darf das sagen, weil ich finde Düsseldorf tatsächlich schön. Aber darum geht es ja gar nicht. Was im Hintergrund ist, ist schön, Leute. Guckt euch an. Ein BMW M4 Competition Heckantrieb, Leute. 450 PS schlummern unter dieser Motorhaube. Das ist noch Fahren ohne Ende. Ja, dann haben wir einen M8 Competition, 625 PS Allrad, Leute. Guckt euch dieses Biest an, die Farbe. Und nein, er ist lackiert, wirklich, nicht foliert, keine Sorge. Ja, dann haben wir hier noch ein M4 Cabrio, ist tatsächlich aus dem Hause BMW, ist ein Testwagen, aber um das ganze Sortiment mal etwas breit aufzustellen, haben wir gedacht, komm, der muss auch dazu und guckt euch bitte diese geile Konfiguration an. Das Auto zeige ich euch aber noch im Detail, ja, hat 510 PS und ist Allrad und am Schluss der M4 Competition komplett bestückt mit allen Performance Parts, Leute. Wir haben hier vorne die Frontlippe, wir haben Winglets, wir haben den Seitenschweller, wir haben hinten Spoiler drauf, Leute. Das ist einfach ein absolutes Monster und tatsächlich auch lackiert in matt. Aber worum geht es eigentlich in diesem Video? Wir gucken uns in diesem Video einfach mal die Autos genauer an und ich erkläre euch, welches Auto jetzt bald weggeht, warum braucht man überhaupt so viele Autos und ist das alles eigentlich sinnvoll? Naja, einfach dranbleiben und ich würde sagen, let's go! Wenn ihr eine coole Fotolocation by the way haben wollt, gebe ich sie euch. Sucht einfach den Containerhafen in Düsseldorf. Ich meine, guckt euch diesen geilen Anblick an. Tatsächlich könnt ihr auch dort drüber fahren und Fotos machen. Aber in diesem Video geht es ja auch um die Thematik, braucht man überhaupt so viele Autos und welche Autos gehören eigentlich mir? Wenn ihr mal einen Blick nach hinten werft, wir haben hier den schwarzen M4, dann den blauen M8 und den alten M4. Ich habe tatsächlich von allen drei Fahrzeuge habe ich eins jetzt rausgekauft und zwar, das ist der goldene M4, der Vorgänger sozusagen, weil der OPF-Filter da noch nicht so krass ist. OPF, nochmal ganz kurz erklärt, so eine Dämpfung, ja, damit das Auto nicht relativ laut ist, aber hier hast du tatsächlich noch ein Klangerlebnis. Bei dem neuen M4 ist es auch noch vorhanden und beim M8 auch, da hast du ja einen schönen V8-Klang, aber man muss ehrlich sagen, ja, man merkt schon, es wird deutlich weniger. Ja, und der schwarze M4, den werde ich tatsächlich im Juni 2024 abgeben und der M8 geht im Februar 2023 weg. Tatsächlich besitze ich dann, wenn die beiden Fahrzeuge weg sind, eigentlich nur noch ein Fahrzeug. Ja, ist auch in Ordnung, weil wer mich so ein bisschen kennt und sich ein bisschen mit meiner Historie auseinandergesetzt hat, der weiß, dass ich aus etwas, ja, wie soll man sagen, sozial schwächeren Umfeld komme. Und wenn ich jetzt hier so stehe und ich werfe einen Blick nach hinten, das ist absolut geisteskrank, was ich eigentlich erleben darf, dank euch zum Beispiel. Aber ich habe es natürlich für mich so ein bisschen herausgefiltert. Ich bin jetzt 32 Jahre, wohin soll eigentlich die Reise noch gehen? Und wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, der weiß, dass ich unter anderem sehr viel Autocontent gemacht habe und mache. Ja, auch auf TikTok und so weiter und so fort. Und da ist es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, ja, du hast schon sehr viel gefahren und erlebt. Brauchst du das eigentlich noch, eine Steigerung davon? Ja, und wenn wir uns den M4 mal angucken, er sieht wirklich geisteskrank aus. Aber ich bin ehrlich, den hättest du jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil wenn man eine M8 hat, dann merkt man eigentlich schon, ja, dass der M4 so ein bisschen überflüssiger wird. Aber was mir beim M4 wiederum so viel gefallen hat, ist tatsächlich die Optik. Und das unterscheidet sich vom M8 wieder so krass. Aber kurzum, ich habe mich dafür halt irgendwann mal entschlossen, ich will irgendwann eine Immobilie haben. Ich will irgendwann Familienvater werden. Ja, und tatsächlich mit meinen 32 Jahren, mit den Privilegien, die ich auf Twitch und YouTube habe, es ist für mich jetzt so, ist eine geile, krasse Zeit gewesen und ich hoffe, dass ich sie irgendwann nochmal wiederholen kann. Aber mein Fokus liegt natürlich jetzt perspektivisch auf, ja, einfach Vater werden eines Tages. Schön im Häuschen sitzen, einen schönen goldenen M4 in der Garage stehen haben und that's it. Ja, und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar und ich wollte in diesem Video einfach mal ein bisschen so erklären. Klar, man kann immer sagen, warum braucht man drei Autos, aber wenn man tatsächlich in einer Situation in seinem Leben gerät, man ist relativ jung und dann merkt man, okay, man kann sich vielleicht gerade mal so ein Schokoticket leisten, wo man durch Nordrhein-Westfalen kann und irgendwann arbeitet man immer mehr. Klar, das sind geleaste Autos, außer eins davon. Aber die musst du auch erstmal finanzieren und dafür bin ich einfach unfassbar dankbar, dass ich das machen konnte und kann. Ja? Ich glaube, ich werde eine Träne da lassen, wenn der M8 weggeht, weil das ist tatsächlich das Auto, was mir am meisten bedeutet. Ist einfach so der Meilenstein gewesen, aber ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was so eure Träume waren, ja? Und ob ihr die verwirklicht habt. Ob ihr mal zum Beispiel eine krasse Reise machen wolltet, ob ihr dafür Risiken auf euch genommen habt, ob ihr zum Beispiel gesagt habt, boah, komm, das ist die einzige Chance in meinem Leben, das hier zu nutzen. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall
unfassbar krass. Und Autos, die künftig kommen, sind in dem Fall auch Testwagen. Das sind nicht unbedingt meine Autos, nur damit ihr es wisst, ja. So, jetzt Ende mit dem Monolog. Ich wollte es einfach nur mal erzählen, weil ich finde irgendwie, wenn ich hier an dieser Location stehe, wo ich schon mal hier stand, wo ich den M8 gerade bekommen habe, ist für mich einfach ein historischer Ort. Ne, liebe Leute, immer dran denken, dass ihr alles schaffen könnt, wenn ihr wollt. So, jetzt sind wir bei JP Performance angekommen, Leute, und wir essen jetzt natürlich hier einen leckeren Burger. Ich könnte euch jetzt die ganzen Autos hier zeigen, aber die kennt ihr wahrscheinlich schon alle. Mein Highlight eigentlich von allen Autos, die hier stehen, ist das hier. Kommt mal mit. Schaut euch mal die Sitze an, Leute. Wie beim M4 CSL, der sitzt richtig bequem drin. Und hinten ist, oh Gott verdammt, der Motor. Schaut euch das mal an. Absolut krank, was hier für Autos stehen. Also wirklich, ich empfehle es euch wirklich mal hierher zu fahren. Wir essen jetzt einen leckeren Burger und ich sag euch, ich gebe euch noch einen Geheimtipp bei dem Burger. Wartet mal ab. Die Big Boost Soße noch bei den Pommes dazu. Ich sag's euch. Da muss man mal hier reinballen. Wirklich mal probieren. Komm mal gut, was probiert auch noch. Also, hast du noch nicht gegessen, ne? Nee. Okay. Was ist das für ein Burger? Barbecue Burger. Okay, gern. Ja, Leute, gönnt euch. Guck mal. Hier, halt mal. So, liebe Leute, das war's heute. Also, das war ja auch jetzt nicht irgendwie ein Premium-Oscar-Movie hier, was ihr gesehen habt, sondern einfach ein kleiner lockerer Vlog. Mal könnt ihr sehen, was wir heute so gemacht haben. Der M4, der Gelbe, der geht jetzt am Mittwoch, ne, am Dienstag geht er weg und da kommt ein neues Fahrzeug. Lasst euch mal überraschen, da gibt es dann ein Video zu. Und er hier, er will bleiben. Ah, es ist heiß. 36 Grad heute, Leute. Ist aber echt nicht so geil. Haut rein, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.